Hallo, mein Name ist Anna Hart von Computerlox und heute möchte ich Ihnen zeigen, wie man das Gehäuse für das Tablet und den NFC-Laser installiert bzw. auch an die Kapsel bringt. Zuvor möchte ich erstmal darauf hinweisen und zeigen, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Wir haben zum einen in einer kleinen Plastiktüte kommt das Gehäuse an sich, die Schlüssel für das Schloss. Angeklebt sozusagen hier im Gehäuse drin. Wir haben die LV-Kapsel, die aus zwei Teilen besteht. Die kommt auch sozusagen getrennt und geliefert, auch in einzelnen Plastiktüten. Ebenso vier Schrauben von denen und drei Schrauben von den, also drei schwarze Schrauben. Wir haben auch jeweils noch Ersatzschrauben dazu belegt. Das ist sozusagen im Lieferumfang enthalten. Was noch zusätzlich gebraucht wird in diesem Fall, ist einmal ein Schraubendreher für den schwarzen und so ein größerer Schraubendreher für diese Schrauben. Natürlich brauchen wir dann auch unser Galaxy-Tablet und unseren NFC-Laser. Im ersten Schritt wird die Kapsel an die Wand geschraubt. Und so wie ich sie verstanden habe, sollen die Benutzer ja in diesem Winkel sozusagen auf das Tablet schauen. Dafür wird durch diese drei Löcher sozusagen die Kapsel an der Wand befestigt. Die Schrauben dafür liefern wir nicht mit. Genau, also diese drei Löcher sind für die Wandbefestigung. Entweder kommen, wenn Sie ein Loch in der Wand haben, und die Kabel dadurch geführt werden, können die Kabel sozusagen hier durchgeführt werden oder hier, wie besprochen. So, wir stellen uns jetzt vor, dass diese Seite der Kapsel sozusagen bereits an der Wand hängt und jetzt das Gehäuse, die Unterseite des Gehäuses, da festgeschraubt wird. Ich mache das jetzt hier am Tisch fest, deswegen muss man sich das sozusagen vorstellen mit der Richtung, dass hier die sozusagen die Oberseite ist, nämlich hier mit dieser Aussparung. Diese Aussparung ist gedacht für die Knöpfe, für die Seitenknöpfe des Tablets. Jetzt nehme ich meine vier Schrauben und befestige einfach das Gehäuse. So würde es dann aussehen. Und hier, wie gesagt, ist die Aussparung. Okay, nachdem wir jetzt sozusagen die Unterseite des Gehäuses an die Kapsel geschraubt haben, geht es jetzt darum, die notwendigen Kabel, also des NFC-Lasers und des Aufladekabels sozusagen richtig zu verstauen und durch die Löcher zu schieben, bevor es dann sozusagen an die Tablets oder an das Tablet gebracht wird. Erstmal den NFC-Laser. Wie schon gesagt, ist das sozusagen die Oberseite. Das heißt, man schaut so auf das Gehäuse. Den NFC-Laser lege ich hier einfach rein, nehme das Kabel, hier durch dieses Loch. Selbige machen wir mit dem Ladekabel des Tablets. Schieben wir hier einfach durch. So, das wäre sozusagen der erste Schritt, bevor man dann das Tablet nimmt. Wie eben schon angesprochen, hier sind die Buttons, die Knöpfe des Tablets. Die müssen hier sozusagen frei zugänglich sein. Und so sieht es dann aus. Hier ist das Ladekabel. So. So sieht es dann aus von oben. Kabel kommt hier raus. Jetzt würde ich, oder nehme ich, die Oberseite des Gehäuses. Schiebe die hier sozusagen rein, wie Sie das aber auch kennen von dem vorherigen. So, und hier, wie bei dem vorherigen Gehäuse auch, das Sie zum Testen bestellt hatten, wird einfach nur
und fertig ist. Im letzten Schritt dann wollen wir nur noch die Unterseite sozusagen der Kapsel anbringen. So würde es dann ja sozusagen an der Wand hängen. Jetzt ist nur noch die Frage, möchte man die Kabel sozusagen direkt in die Wand geleitet haben oder hier unten raus? Das heißt, da müssen Sie dann schauen, wie Sie sozusagen, sozusagen dann so raus, wie Sie sozusagen die Kabelführung haben möchten. Ich entscheide mich jetzt mal für diese untere Kabelführung. Lege die Kapsel